So, hier sind noch mehr. Von Rückendeckung träumt man hier aber auch nur. Wo ist der jetzt schon wieder? Da war doch eben keiner. Okay, bleib in Deckung, AJ. Boah, ich krieg hier gerade einen Anfall. Von allen Seiten werde ich hier beschossen. Wo sind denn die Idioten vom goldenen Pfad? Meine Güte. Du hast hier, kriegst hier keine Rückendeckung. Von. Boah, ich bin schon wieder hier an der Kacke. Ja, lauf mir wieder vor die Flinte. Stirb. Boah. Ja, wieder an dem scheiß MG da. Weiter Druck machen, das würde ich gerne mal vom blöden goldenen Pfad sehen. Wo sind die? Ah, da ist schon wieder der doofe Flammenwerfer. Oh, der ist finite. So, das hier sollten wir jetzt dann eingenommen haben. Ach, da war wieder ein Idiot vom goldenen Pfad. Ja, wie konnte da einer von hinten da ankommen? Wie blöd seid ihr eigentlich? Könnt ihr nicht ein einziges Mal etwas sichern? So, finde ich vielleicht auch mal ein paar Spritzen hier. Wäre echt nicht verkehrt, ne? So, ich versuche erstmal den Helikopter vom Himmel zu holen. So. Das war's mit dem Helikopter. Jetzt kommen sie wieder von vorne alle. Mann, ich dachte, wir hätten das Haupttor gesichert. Ah. Ihr kriegt doch echt nicht genug. Ja, du dafür bist jetzt auch tot. Hast auch nichts von gehabt, Mann. Mann, warum ist das Haupttor nicht mehr gesichert? Mein Rücken! Idioten von goldenem Pfad. Ihr seid alles Idioten. So. Ich muss erstmal gucken, dass ich hier das nächste geschissen einnehme. Was ist denn hier das da? Ist hier jemand? Guten Tag. Ja. Zumindest hier ist keiner. So, da sieht mir noch Spritzen aus. C4 brauche ich nicht. Warum nehme ich das jetzt hier irgendwie nicht ein? Wir haben die Waffe.
Jetzt haben wir es doch. So, jetzt müssen wir nur das vorne da einnehmen, ne? So. Das sollte ja wohl machbar sein jetzt. Hier oben. Kommt doch einfach auf. Wir haben den Funkraum gesichert. Jetzt so. Können Sie endlich keine Verstärkung mehr rufen. Das hätten wir. Sichere den Innenhof. Wo ist der Innenhof? Oh, ich will diese doofe Waffe nicht wechseln. Mann, lernt dieses scheiß System das endlich mal. Mann, runter! Habe ich den Typen jetzt erwischt? So. Innenhof müsste doch hier. Achso, das ist auf der anderen Seite. Dann stürmen wir einfach hier vor. Ja, da ist der Innenhof. Sie wollen die Festung zurück! Wehrt sie ab! Auch eine krasse Figur hier, so goldene Pagan. Ja, wo sind sie denn? Soll hier jemand abwehren? Aber hier ist ja nichts zum Abwehren. Ach, gehen wir mal ins MG. Verdammt. Und irgendwo kommt die ganze Zeit Beschuss. Ja, was war los hier? Klar! Wie war es mit Rückendeckung? Ups, den habe ich übersehen. Da kommt schon wieder einer von hinten. Mann. Einmal mit Profis. Boah, weg damit. Bedrohung neutralisiert. Jo, Bedrohung neutralisiert. Weg damit. Weg damit. Hey. Finde ich nicht witzig. Da kommt schon wieder ein Helikopter. Ah, verdammt, muss erstmal nachladen. Verdammt, zu niedrig. So, Rotorblätter erwischt. Was ist das denn jetzt hier? So. Weg mit dem Mist. Wow! Ich hab doch gerade voll auf den Kopf geschossen. Mann, die Typen geben auch einfach nicht auf. Ich habe keine Munition mehr. Boah, ey. Ah, triff doch mal. Ah. Sind wieder irgendwelche Granaten. Wo sind die?
dann heile ich mich halt. Ach, hört doch mal auf damit. Da müsste jetzt einer kommen. Ah, verdammt! Heilen, 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 heilen. So, jetzt habe ich ein bisschen geheilt. Das erstmal nachladen. Ja, komm mal du her. Ich glaube, es bist doch eh nur noch du, ne? Was bist du denn da? Ah, das macht. Diese doofe. Mal funktioniert dieses scheiß Auto-Hit mal nicht. Das finde ich so nervig. So. Soll ich mich hier irgendwie neu formieren? Jetzt brauche ich erstmal wieder Munition. Haben wir hier nicht noch vielleicht irgendwas? Nö, haben wir nicht. Ja, wir sind hier. Zerstöre. Achso, ja, okay, das ist nicht das Problem. Da haben wir so ein bisschen was hier. Hehe. Schöne Gold. Ups. Lang lebe der goldene Quad! AJ, warum? Was hast du gegen meine Abbilder? All die Plakate der arme Eric, mein Double, und jetzt das. Willst du mir damit was sagen? Soll ich das etwa persönlich nehmen? Diese Statue bestand aus purem Gold. Jetzt echt mal, ganz im Ernst. Weißt du, wie viele Artefakte ich dafür einschmelzen musste? Weißt du, wie lange Eric dafür Modell stehen musste? Nun ist es, wie es ist. Essen ist fertig. Tipp. Asche zu Asche. Das Tor ist offen. Ich bin auf dem Weg zum Palast. Die königliche Garde greift an. Wir kommen, so schnell es geht. Ich schnappe mir Pagan. Hey. So, ja. Ich kann mir gerne Pagan schnappen. Aber ich bräuchte mal ein bisschen Munition. Der wird ja bestimmt nicht alleine da sein, oder? Naja, gehen wir mal hin. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwo Munition. Da hier, so. Nee, um dich mal zu lesen. Ich glaube, ich soll hier ein bisschen. Oh, warum wechselt hier jedes Mal die Waffe? Autofahren. So geht's jetzt dann da. Nee, darauf. Okay. Ist das, wo wir geflohen sind und dann festgehalten wurden? Zuerst? Naja, werden wir sehen. Immerhin mal wer anderes als der Rabbi Rerana von der Musik her. Keine Armee mehr hier. Wundert mich ein bisschen. Ups. Oder eine Menge Statuen hier kaputt gemacht. So, das ist jetzt hier mal langsam das Ziel. Der königliche Palast. Ja, ich glaube, das ist echt. Ups. So krass wollte ich doch gar nicht aussteigen. Du.
So, Pagan, wo bist du? Komm rein! Bitte entschuldige die Knappheit, aber die Diener sind bereits zu Hause. Vielleicht hast du sie aber auch nur alle erschossen. So, bevor wir loslegen... Ach, mit wem spreche ich? Hm? Dem Sohn, der die Asche seiner Mutter verstreuen will? Oder dem Verrückten, der den Weg auf meinen Berg mit Leichen gepflastert hat? Denn würde ich mit dem Ersteren reden, dann würde ich sagen, setz dich, sei zivilisiert, lass uns was essen. Doch, das hatten wir ja schon, nicht wahr? Beim ersten Treffen? Du saßest hier. Paul legte gerade Strom an die Nippel deines unhöflichen Begleiters an. Ich stand genau so. Und was waren meine Worte? Ah, bleib hier. Genieß das Krabbenrangoon. Geh nicht weg. Ich bin gleich zurück. Nun, wenn du einfach gehört, gewartet hättest auf mich, dann wäre ich direkt mit dir hierher geflogen, um die Asche zu verstreuen. Also spreche ich wohl mit dem anderen Kerl, der nicht hörte, der nicht wartete, sondern sich lieber den anderen Affen anschloss und anfing, mit Scheiße zu werfen. Aber ich sag dir was. Ich sag... Schwamm drüber. Hm? Du hast zwei Möglichkeiten. Eins, du kannst mich erschießen. Langweilig. Oder du setzt dich hin. Wir essen zusammen. Und dann verstreuen wir die Asche deiner Mutter. Zusammen. Ich wollte mich jetzt echt mal hinsetzen, aber ich kann gar nichts anderes machen. Na doch. Nun, wen hast du getötet? Hm? Asamita? Zabal? Das ist im Grunde egal. Ich weiß es ja. Ich will es nur von dir hören. Fick dich. Meine Güte, Junge, du hast nicht mal geblinzelt. Aber du weißt schon, dass du damit dein Land aufgegeben hast, oder? Es ist deins. Es war immer deins. Kyrat gehört dir. Ich habe dich aus dem Bus geholt, um es dir zu übergeben. Du kannst es dir wohl zurücknehmen. Das hast du schon fast. Einer tot, einer übrig. Nicht, dass ich dich auf Ideen bringen will. Aber immerhin wissen wir nun, dass du hast, was man dafür braucht. Also... Wozu es noch länger aufschieben? Dann komm. Und vergiss deine Mutter nicht. Weißt, dass diese Urne für alles steht, was vom alten AJ übrig ist. Dem AJ Vorkürer. Wenn du die Asche verstreust, ist jede Bindung an dein früheres Leben verloren. Und was passiert dann? Tja, ich schätze, du könntest tun, was ich tat, als Mohan Lakshmana tötete. Oh, das wusstest du gar nicht, oder? Ja, er tötete deine Halbschwester und danach tötete deine Mutter ihn. Ich machte nur da weiter, wo sie aufgehört hat. Ich habe so viele getötet für sie. Doch dann erkannte ich, dass Lakshmanas Tod nur ein Vorwand für mich war, um all das zu tun, was ich tun wollte. Genau wie die Asche für dich nur ein Vorwand ist, all das zu tun, was du tun willst.
weiß, dass es Spaß macht. Na, du hast es geschafft. Weißt du, das erste und einzige Mal, als ich hier war, kam ich als gesunder Mann und ging hinaus. Als das. Aber du, du kommst als König daraus. Also mach schon. Tu das, wofür du gekommen bist. Also ich frage mich jetzt gerade echt, ob ich den Sabah hätte überhaupt töten müssen. Also ich konnte auch genauso wie eigentlich gerade nichts machen. Hätte ich vielleicht einen Moment länger gewartet, dann hätte er sie vielleicht auch Sabah am Leben gehalten. Das würde ich jetzt echt gerne wissen. Ja, also Lakshmana ist anscheinend genau das gleiche Baujahr wie ich, 88. Und die hat nur bis 89 gelebt. Unsere Halbschwester. Na gut, schauen wir mal. Und Pagan jetzt ab. Das war's. Hätte er mich jetzt noch versucht zu killen? Ich weiß es nicht. Also, ich muss echt sagen, das ist das erste Spiel, was mich jetzt doch reizt, wirklich doch mal von vorne anzufangen. Einfach, weil ich bei den Entscheidungen nicht speichern konnte, um dann einfach mal zu gucken, was sind denn die anderen Konsequenzen gewesen von den Entscheidungen. Saugeil. Gefällt mir richtig gut. Ich fand den goldenen Pfad extremst nervig. Ich denke mal, das habt ihr auch mitbekommen, dass ich mich da sehr oft drüber aufgeregt habe. Einfach durch die Blödheit der KI. Aber das Spiel hat richtig Bock gemacht. Ich liebe diese offenen Welten. Das fing damals schon an bei mir mit Gothic, dass ich diese offene Welt einfach geliebt habe. Das ist einfach nicht so schlauchig wie in Call of Duty oder so. Finde ich richtig klasse. Ja, Story vom Spiel eigentlich auch echt nicht schlecht, allerdings mit Sabal und Aminata, das sind beides irgendwie Arschlöcher, die gefielen mir beide irgendwie nicht, von deren wegen. Vielleicht wäre es interessanter gewesen, hätte ich Sabal nicht getötet, dann hätten die sich vielleicht irgendwie am Kompromiss geeinigt und den richtigen Weg gefunden. Gut, jetzt hat AJ es in der Hand, Kyo in die richtige Richtung zu lenken und das wird sich dann vielleicht auch nochmal irgendwie zeigen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bei dem Let's Play. Ich hatte wirklich auch sehr viel Spaß, teilweise auch ein bisschen Frust, aber ganz im Großen und Ganzen hat das Spiel doch sehr viel Spaß gemacht. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich unten in den Kommentaren und oder über einen Like, Abonnenten wissen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Pagan ist tot. Es ist vorbei? Wir haben gewonnen? Ich kann nicht glauben, dass wir gewonnen haben. AJ, hast du herausgefunden, wo Lakshmana ist? Ich habe es gefunden. Meine Mom hat nun ihren Frieden. Okay, AJ. Lass dir Zeit. Wir brauchen dich beim Wiederaufbau, aber das kann warten. Du hast dir eine Pause verdient. Ich stehe in deiner Schuld. Danke.
So. Wie schon eigentlich mir fast gedacht, war es das nicht ganz. Ah. Hola, Nachbar. Oh, Mr. Gale. Tja, das war's dann wohl. Jetzt gibt's keinen Mord und Totschlag mehr? Hängst du den Raketenwerfer an den Nagel? Gut. Gefällt mir, was du hier alles erreicht hast. Ah. Ziemlich schade, dass du bald wieder gehst. Du wirst ihn zu den Akten legen. Als Staubfänger. Außer? Es gibt noch was zu erledigen. Hm? Offene Rechnungen? Leute umzunieten? Ganz genau, Donald. Ich bin Yogi, du Sack. Tüte. Tüte? Diesmal nicht. Dankeschön. So, das... Oh, was steht da jetzt? Also habe ich schon noch gedacht, dass man jetzt dann durchaus noch weiterspielen kann hier in Kyreit. Die Festungen, dann haben die Außenposten, die kann auch noch einnehmen. Das werde ich vielleicht auch noch irgendwann machen. Ob ich das dann zum Let's Play mache, weiß ich noch nicht. Eventuell, wenn ich da Lust zu habe. Das Let's Play an sich ist jetzt erstmal beendet. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. AJ, Pagan ist zwar tot, aber seine Festung Rajgard steht noch. Die Truppen dort sind ohne ihren Anführer recht unorganisiert. Du solltest sofort einen Angriff starten, solange sie noch geschwächt sind.